Das hier, oha. Warum ist das so buttrig hier? Okay, so. Also, Anmod. Darf ich die diesmal selber machen? Weiß ich nicht. Also vielleicht rede ich rein. Hallo Leute, und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Genau. Hier auf diesem Kuchenback-Kanal. Wir backen aber gar keinen Kuchen. Ich habe heute mal wieder die zwei Rentner, ja, wir wissen. Rentner dabei. Die mir immer ins Wort fallen. Nein. Und mir nie ausreden mich lassen. Nie ausreden lassen. Lassen. Haben. Können. Genau. Wir backen heute Kuchen. Kekse. Nein. Kekse. Och, Kekse. Ja. Genau. Voll spannend. Aber. Aber. Nicht Kuchen. Nein, wir backen keinen Kuchen. Aber wäre voll langweilig, einfach nur Kekse zu backen. Wir werden das blind machen. Ja, blind. Und wir werden richtig schön dabei aussehen. Oh, toll. Da freue ich mich jetzt, das ja, anzuziehen. Mega. Sieht ja bestimmt gar nicht dumm aus, oder? Komm, wir können das so aufsetzen. Boah, Alter. Oh, das ist ja eng, ey. Was geht ab, Freunde? Also, wir haben hier so richtig viel Shit. Ja. Wir haben Mehl. Wir haben und Vanillezucker. Ja. Und Schokolade, so richtig krasse Sachen. Ich lese euch jetzt einmal das Rezept vor. Mhm. Ja, dann setzen wir diese Dinger auf und dann sehen wir gar nichts mehr. Also prägt euch ein, was hier so liegt. Ah, okay, 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 okay. Oh, shit. Merkt ihr auf jeden Fall, dass das Salz ist. Das sollte man sich merken. Es könnte auch Zucker sein. Ja, aber wir haben hier nur den Zucker in dieser Verpackung. Boah, schnell merken. Ja, das fühlt sich anders an als das hier. Ja, doch, das kann man merken. Übrigens, wer am Ende so die besten Kekse hat, der hat gewonnen. Wer bestimmt, wer die besten Kekse hat? Die Menschen hinter der Kamera entscheiden dann später. Ja. Also, ich lese es jetzt einmal vor. Ja. Wir brauchen 120 Gramm Margarine. 120 50 Gramm brauner Zucker. Das ist 50 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker. Warte, langsam. Ein Teelöffel Vanillemark. Wie viel ist denn 50 Gramm Zucker? 0,5 Teelöffel Salz. Ein Päckchen Vanille. 170 Gramm Mehl und 100 Gramm Schokotropfen. Hallo, ich hab's nicht gesehen. Ich muss es doch noch mal sehen. Aber das müssen wir jetzt auswendig rekonstruieren. Was? Niemals! Du hast die Liste abgetippt, gegoogelt. Gerade eben! Ja, aber das heißt, ich habe sie erst einmal gesehen jetzt. Okay, ich will es nochmal langsam vor. 150 Gramm Margarine, das sind 120 steht. 120, Entschuldigung. Das sind 500, also so ein Stück vielleicht so, ne? Easy. Dann ein Teelöffel Vanillemark. das ist nicht der Sinn. Dann 0,5 Teelöffel Salz, 170 Gramm Mehl und 100 Gramm Schokotropfen. Haben wir, cool. Ja. Wie viel war das nochmal mit der Schokolade? Ja, ist egal. So, aber wenn es ein bisschen Schokolade wird, ich weiß es wirklich nicht. Okay. Aber ich dachte, ja, ich denke auch. Man kann ja auch so ein bisschen freier sein. Ja, man kann ja auch. Ja. Kuchen kann ja sprechen. Es ist aber gar kein Kuchen. Vielleicht mache ich einen Kuchen. Ey, ich hab mir nichts gemerkt. Ich hab alles vergessen. So, ich weiß auch nicht. Seid ihr ready? So, seht ihr noch was? Nee. Okay. Ich starte jetzt erstmal mit der Margarine. Können wir jetzt anfangen? Ja, okay. Ich starte jetzt schon. Ich starte einfach. Hallo. Hallo. Nein, geh doch mal weg mit deinem Arm. Nein, du gehst weg. Ich habe Margarine in der Hand. Das waren 170 Gramm Mehl, ne? Das ist so schlimm, nicht zu wissen, ob man selber ist, über den die lachen. Ich hab irgendwie Angst. Hä, was hast du denn jetzt getan? Ich habe Margarine in dein Dings getan, oder nicht? Nein! Hä, hör mal auf! Oh, danke. Was habt ihr jetzt? Ich glaube, das ist... Ja, das passt schon. Hä? Könnt ihr mal aufhören jetzt gerade hier? So, wie viel Margarine habe ich jetzt hier drin? Ich glaube, das ist genug. Du hast mir viel zu viel Margarine gegeben. Ja, dann achte doch drauf, was du tust. Hat jemand Rohrzucker gebrochen? Geh von meinem... Ey, das ist so... Geh von meinem... Wie viel Mehl war das? 170. Warum erzähle ich dir überhaupt? Ey, wo ist dieser Rohrzucker? Julia, hast du schon dieses Päckchen Vanillezucker? Ja. Ja, hast du schon? So los ja. Einfach. Hast du jetzt zwei? Oh Mann, du doof Mann! Ja, was ist das hier? Oha. Warum ist das so buttrig hier? So, ja, weil ich sie angefasst habe. Hier von Teelöffel, ne? Wie viel ist die denn auf? Wollt ihr eine Schere? Nein. Hier, Ju, kommt hier was? Schere. Sag mir, wenn ich mir den Finger schneide. Hallo! Was tust du denn? Nein, was tust du denn? Ich gebe dir jetzt auch eins zu viel, das ist nicht fair. Ich glaube, das ist ein Teelöffel. Was machst du denn da? Ja, ich versuche einen Teelöffel zu messen. Was ist denn das? Soll ich hier Zucker reintun? Nee! Ich mache. Ist das der Zucker? Ja. Okay. Hey, warum lachen wir denn alle so? Ich verstehe das nicht, wie das aufgeht. Wie viel Salz soll ich nochmal rein? Hey, Julia, hilf mir, mach das mal auf. Ich dachte, ich guck mal und esse es mal, dann weiß ich, was es ist. Da sind die Schokodinger. Mm. Wie viel davon? Weiß ich nicht mehr. Hä? Hey, ich bin so blind. Ich weiß gar nicht, sitze ich noch am Tisch gerade? Ey. Oh, 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 oh.
Hey, was passiert denn mit meiner Schüssel? Hast du mir da was reingetan? Nein! Hey, aber was gibt's denn jetzt noch? Ich habe Schoko drin, ich hab Margarine drin. Also ich hab immer noch keinen Zucker. Ja, genau, wo Zucker. Wo ist der blöde Zucker? Warum lacht ihr so? Ist das Mehl? Ich habe hier Mehl, ja, hier. Was ist das? Wo ist der falsche Salz. Zucker? Wir brauchen noch Salz. Ja, wo ist denn Salz? Ich hab Salz, aber ich weiß nicht, wie es aufgeht. Gib doch mal Salz. Ja, aber ich weiß doch nicht, wie das aufgeht. Ja, das ist doch easy. Wieso ist da jetzt so viel Mehl bei mir drin? Och Mann, du bist so doof. Du hast das. Ey, was geht denn? Oh mein Gott, wie ist das denn? Ey, ich hab doch Safe Meal an meinem Körper gerade, oder? Ey, Leute, ist das... Hä? In meiner Schüssel ist so viel drin, was ich nicht da reingetan habe. Ich glaube, ich bin fertig. Sind die Schokoraspeln leer? Nein. Ich glaube, die sind alle bei mir drin. Vor dir, Ju. Hey, du hattest doch auch schon Zucker. Nein, das war der andere Zucker. Ja, aber ist doch egal, was für ein Zucker. Nee. Zucker ist Zucker. Ey, du hast auf den Tisch gestellt, dann ist es ja wohl Zucker. Nein. Ey, kann ich Salz weglassen? Du kannst machen, was du willst. Oder habe ich das schon drin? Ich weiß nicht. Weiß ich auch nicht. Ich hab die Margarine drin, ich habe Mehl drin. Ich habe ein Päckchen, zwei Päckchen Vanillezucker. Ich habe eine Prise Salz. Ich habe Zucker und ich habe Schoko-Raspeln. Ist ja mega gut. Hey, habt ihr keinen Zucker, benutzt noch zu. Ja, ich habe den nicht gefunden. Ach man, Leute, ich krieg die Schokolade. Ey, kein Scheiß, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ey, kein Scheiß, ich glaube, das ist ganz geil. Echt? Ja. Ey, bei mir ist es so einfach nur Mehl. Ey, nimm mal. Ey, ich glaube, ich bin fertig. Hä, echt schon? Ja. Du sollst den Ball machen. Aber weil ich den Ball habe, kann niemand mehr was da reinschütten. Wenn ich es jetzt in der Schüssel lasse, dann kann auch irgendwer was reinschütten. Aber so kann niemand mehr was machen. Ich bin klug. Im Kopf. Ich will hier Butter. Das ist farblich okay. Was denkt ihr? Schmeckt das? Das sieht aus wie ein leckerer Keks, was du da hast. Boah. Echt jetzt? Es sieht so aus. Ich glaube, ich habe zu viel Zucker jetzt. Ich weiß nicht, aber eure Kekse haben alle eine andere Farbe. Welche Farbe sieht denn am gesündesten aus? Ich finde die von Ju. Echt? Ja. Nee, ich glaube die von Julia, aber ich weiß, was bei Julia drin ist, was sie nicht weiß. Deswegen will ich jetzt nicht essen. Oh nein, ist da so viel Salz drin? Hat da jemand Salz reingetan? Geh weg von meinem Teig. Ja, ich schmeckt voll gut. Ja, ich schmeckt echt voll gut. Mal kurz so eine Schokoladentafel. Ich halte meinen Keksteig jetzt in der Hand, damit niemand mehr Salz oder was auch immer hinzufügen kann. Sehr weise. Und ich sage, ich bin fertig. Was macht ihr? Seid ihr auch fertig? Ich dekoriere schon meinen Keks. Du da jetzt noch so kleine Schokostückchen rein. Hä, wieso liegt hier so viel Scheiße auf dem Tisch? Oh mein Gott. Ey, ich will diese Brille gar nicht aus. Ich hab so Angst gerade. Also der erste... Das ist doch kein Keks. Das hier? Das ist ein Ball. Das ist ein Knödel. Also ich hab zwei Kekse. Ich hab einen Keks. Warum lacht ihr denn so? Das sind halt einfach Brote. Was weil hier so viel Zucker drin ist, wird eh karamellisiert. Wer hat das? Okay, wo ist hier das Backblech jetzt? Ja, warte, ich komm vorbei. Wieso? Gib mir mal den ersten Keks hier. Da, ja. Julia, einmal das hier, ja. Vielen Dank. Einmal dein Brot hier. Warte, hier, weiter nach links. Ich komm nicht dran. Nicht kaputt machen. Oh, das klang schon, es ist kaputt gemacht. Warte, ich habe noch einen Gnocchi. Der ist richtig. Oh, der ist geil. Der ist geil, ne? Perfekt. Warte, wollt ihr vorher eure Kekse sehen? Ja. 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 Dürfen wir jetzt abnehmen? Ja. Ja. Okay. Boah, Alter. Oh mein Gott. Boah. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Was ist denn hier passiert? Scheiße, was ist passiert? Ey, come on, Jesus Kekse. Und der? Julias Kekse? Juice Kekse. Scheiße. Ey, darf ich da nochmal reindrücken? Na, ich glaube, der ist so dick. Hallo. Ja, dann sehen wir uns wir's. Gleich wieder. Bis gleich. Peace. Wir haben aufgeräumt. Ach ja, die müssen ja noch abgeräumt. Die sind halt noch komplett weich. Ja, aber zeig trotzdem mal. Einfach ein großer Keks. Ey, das hier... Waren mal Kekse. Das hier ist Rezo. Das hier ist Julia. Und das ist Ju. Also ich finde, von der Farbe ist das von Ju auf jeden Fall besser, weil du hast so hohe, dass das hier, glaube ich, noch halbflüssig ist. Aber das hier sieht so knusprig aus. Mm. Ja, aber das sieht schon fast ein bisschen zu knusprig aus. Und deins sieht einfach... Meins kann ich nicht einschätzen, weil meins war vorher schon braun. Okay, wir machen in irgendeiner Reihenfolge. Beide kriegen zuerst eines, dann das andere, dann das nächste. Und dann müssen sie beide eine Zahl sagen. Mm. Beide halten die Hände oben. Was denn jetzt? Nein. Hand. Ah! Oh. TJ, gib mir deine Hand. Das probieren wir jetzt, ne? Ja. Ja, ich bin dabei. So. Thomas ist schon fast fertig. Also, das ist der erste Keks. Sehr knusprig. Mag ich. Finde ich geil. Okay, seid ihr bereit für den zweiten? Ja. Ist er in meinem Mund oder in meiner Hand? In deiner Hand. Oh. Ja, ja. Flüssig. So, das ist jetzt Nummer zwei. Mmh. Mmh. Aber Schokolade. Aber der ist halt schon sehr schokoladig, ne? Das ist einfach nur ein Schokostück. Aber einfach, ich trinke gerade Kakao. Jetzt das letzte. Mhm. Bei dem fehlt mir irgendwas, ich weiß nicht. Ja, der Keks. Ich habe auch ein Zuckerbrot. Nee, der ist scheiße. Oha!
Also ich habe einen klaren Gewinner. Nee, nicht ganz klar, aber ich habe einen Gewinner. Ihr sagt jetzt gleichzeitig die Zahl, die ihr am besten fandet. Okay. 1, 2 oder 3 in 3, 2, 1. 3. 1. 3 und 1. 3? Mies. Ich mag so knusprig nicht. Ich muss auch bei dem Keks mal Milch haben. Und die Milch hatte ich quasi im Keks schon mit drin. Ja, die Gewinner. Ich war die 1. Du warst die 1. Ich war die 1. Julia war die 3. Warte, wo ist er denn? Und er ist schon wieder weg. So, Leute. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, like das Video. Also, es war so toll. Finde ich auch. Ich wollte dich unterbrechen. Supportet das Video. Supported den Creator. Das folgt Julia Fans. Auch auf ihrem OnlyFans. Yeah. Hast du wirklich? Läuft gut. Es würde extrem also ich kann krank nur, laufen. Es würde schaut auf jeden Fall. Auch in real life einfach. Ja. Wenn sie einkaufen geht zum Beispiel. Wir beenden das jetzt hier. Schaut noch bei den Videos von den beiden vorbei. Die sind da unten verlinkt. Tschüss. Tschüss. Alter.